Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrte Besucher des Heimatfestes, ich möchte Ihnen heute unser neues Konzept für das 50-jährige Heimatfest in Adenau vorstellen. Wir werden über 20 Vereine haben, die sich am Sonntagnachmittag zum verkaufsoffenen Sonntag auf einer Vereinsmeile präsentieren, mit Hüpfburg, mit vielen Informationen, Vorführungen, wo man sich informieren kann, was die Vereine im Angebot haben. Es ist für jeden etwas dabei, Sport, Musik, Kultur. Darüber hinaus haben wir eine geänderte Bühnensituation in diesem Jahr. Es gibt eine bessere Sicht auf die Bühne. Es gibt ein hochwertiges Musikprogramm mit Fiasko, Ringparade und natürlich den Gassenhauer aus der Hocheifel, den Wümmer Junge. Und der Höhepunkt des Samstagsabends wird ein großes Feuerwerk sein, was wir zum Jubiläum zünden werden. Ein weiterer Höhepunkt zum Jubiläum wird der Besuch unserer Ministerpräsidentin Malu Dreyer sein, die uns am Montag, den 26. August um 18 Uhr die Ehre geben wird. Der Besuch von Malu Dreyer steht unter dem Motto der Vereine wiederum, die seit Jahren die Träger des Heimatfestes in Adenau sind. Frau Dreyer wird einige der beteiligten Vereine besuchen und freut sich auch darauf, mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu kommen. Ich kann nur sagen, wir haben ein interessantes Programm und freue mich drauf. Und lade Sie ganz herzlich ein, am Sonntag nach Adenau zu kommen zum 50. Heimatfest der Stadt Adenau.